viele haben daran geglaubt. Also die existierende Siebdruckmaschinenwelt hat eigentlich nie dran geglaubt. Siebdruck gibt es seit mehrere tausend Jahren, ja. Der nächste logische Schritt nach Analogdruck war der Digitaldruck. Es gibt Maschinenhersteller in beide Richtungen und daher auch sehr viel ausgebildetes Personal, gutes Personal. Und ich glaube, dass das sicher den Standort Tirol erklärt, warum da sich so Firmen ansiedeln oder da so Firmen entstehen. Also das, was wir eigentlich gemacht haben, ist jetzt nichts anderes, als wie die Welt missioniert mit einem Produkt, das sie geglaubt haben, das sie nicht brauchen. Man braucht eine gewisse Ausdauer, um gerade Startups, was auch E.ON war, und eine neue Idee in den Markt zu etablieren. Es ist eine ganz große Herausforderung, das zu machen. Das bedeutet Markenaufbau, das bedeutet Vertrauen zu schaffen. Ich denke, das strahlt man auch aus, wenn man Kunden willkommen heißt und auch auf Messen steht. In Summe muss ich sagen, bereuen tue ich nichts. War wunderbar bis jetzt. Es ist sehr schwierig. Ein Digitaldruck ist ja so ein umfassendes Gebiet. Nein, ich bin natürlich darauf stolz, dass so viele interessante und vor allem wissbegierige Leute mit mir den Weg beschritten haben. Natürlich ist man stolz auf das Ganze. Das ist klar. Das ist also wie ein kleines Kind, was man da im Prinzip geschaffen hat, oder? Ich glaube, es war die richtige Zeit für das Produkt. Also man kann sich das so vorstellen, am Anfang waren wir einfach ein Startup mit rund 7 Leuten und heute sind wir eine Firma rund 50 Personen hier im Headquarter, oder? Und weltweit viel mehr. Es gibt so viele kleine Momente eigentlich, die das ausgemacht haben, dass wir da stehen, wo wir stehen. Also ich kann das jetzt nicht auf einen Moment hin. Also ich habe jetzt mal wieder das Gefühl, wenn ich vor der Maschine stehe, oder? Da habe ich einfach so ein überwältigendes Gefühl, weil es mir einfach taugt. Und ich glaube, das geht die meisten so. Man arbeitet. Aber wenn man nachher wieder vor unseren Produkten steht, oder, nachher kommt diese Passion daher, wo man einfach sieht, wir machen ein geiles Produkt. Ja. Als Frau in der Männerdomäne zu arbeiten, ist natürlich nicht immer einfach. Aber ich glaube, dass das halt wirklich sehr gut ankommt, wenn so wie die Denise oder ich, wenn wir dann wirklich einfach alle Fragen beantworten können, wenn wir unser Wissen da zeigen können, wie gut wir uns mit dem Produkt auskennen und in der Branche. Und das kommt eigentlich immer sehr gut an. Es war eigentlich eine sehr spannende Reise in den letzten 8 Jahren. Also es war mehr oder weniger so, dass ich als Assistenz der Geschäftsführung angefangen habe. Und im Laufe der Zeit sind wir sehr stark gewachsen und ich habe unterschiedlichste Bereiche durchlaufen können. Und nein, das war überhaupt kein Problem und ich glaube, er ist der Lieblingsmitarbeiter in der Firma mittlerweile. Nein, ich habe bei meinem Anfang gebaut fast jede Baugruppe von den Maschinen und so, dass ich habe sehr viel Erfahrung. Wie der Standort vom Produkt selber, wo ich total begeistert, wie die Farben gesehen haben. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine schöne Farbe gesehen. Mit dem Produkt, mit dem hohen Qualitätsstandard, das war großartig. Ja, yeah, I really like it. Mein Lieblingsplatz ist mein Arbeitsplatz, weil ich arbeite im Empfang. Und da gehen natürlich viele Leute rein, kommen viele Leute raus und zwischendurch hat man immer wieder mal ein nettes Gespräch oder mal schaut, was es Neues gibt in der Firma oder wer fliegt jetzt gerade weg oder wer kommt wieder zurück. Und das ist aber ganz interessant. Also was ich immer in Erinnerung behalten werde, war, wo ich auf einer Messe in Indien war und meine erste Motorradtour quer durch rund um Mumbai gemacht habe. Werden wir immer wieder in Erinnerung bleiben. Und was ich aber noch sagen möchte, ich habe ja jetzt ein Elektroauto und ich finde es sensationell toll, dass es die Möglichkeit gibt, bei uns an der Firma laden zu können. Ich finde das sehr, sehr innovativ und auf den Mitarbeiter abgestimmt. Finde ich ganz klasse. Dass wir gemeinsame Ziele erreichen können mit dem Betrieb und nebenbei schmeißen wir einen Haushalt. Viele neue Orte kennenzulernen und das habe ich für mich persönlich immer als ganz tollen Anreiz empfunden. Ja, die Firma ist ja größer geworden. Maschinen sind besser geworden. Aufs Wachstum, auf den Zusammenhalt und dass wir alle miteinander schauen, dass wir eigentlich die Kunden größtmöglich zufriedenhalten. Regional produziert. Wir haben die beste Digitaldruckmaschine auf dem Markt und das müssen wir auch sagen. Wir von der Tiroler in die Arbeit mit dem Vorrat. Mache ich am Abfest natürlich Schokolade in der Sonne ein. Im gleichen Betrieb.
Wir sind immer noch sehr ein altes Team, was schön ist. Das heißt, die Leute bleiben uns. Gutes Arbeitsklima. Das hat einfach mit dem Umfeld zu tun. Wir mögen einander, wir sind mehr Freunde als wir Arbeitskollegen, was sehr schön ist. Mir macht es eigentlich sehr Spaß, mit jungen, motivierten Mitarbeitern zu arbeiten, besonders in so einem dynamischen Betrieb. Ja, was ich einmal ganz, ganz super finde in der Firma, ist einfach, dass auch der Chef nicht wie in anderen Firmen sie per sie oder mit einem Anzug umlacht, sondern dass einfach irgendwie auch einer von uns ist. Also ich fühle mich voll wohl in der Firma und bin echt froh, dass ich angefangen habe. Es sind 8 bis 5 Arbeiten, das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgerecht. Du musst arbeiten, wenn du leistungsfähig bist. Natürlich, ich kann viel freier sein. Ich arbeite mit meinen Freunden zusammen seit über 20 Jahren. Und ich mache das lieber und gerne. Das mega coole Arbeitskollegen sind, ein super Klima. Große Ansprüche in puncto Qualität. Ich glaube, es liegt einfach im Blut von den Leuten, dass sie wirklich schauen, dass die Mentalität, dass die Maschinen wirklich passen. Wir wollen keine billigen Produkte bauen, wir wollen hochqualitative Produkte bauen. Liefertreue. Auf Unterhaufen. Ich bin dankbar um jeden einzelnen Mitarbeiter, den wir haben. Weil jeder einzelne Mitarbeiter leistet seinen Teil an der E.ON. Und das Ganze, wie der Angelo so schön sagt, die E.ON Family. Ja, was mich wirklich freut, ist, dass es so viele Mitarbeiter gibt, die sich weiterbildet haben. Also wir ermöglichen unseren Kunden auf alle Fälle, dass sie mit uns wachsen können. Naja, in erster Linie geben wir unseren Kunden Flexibilität. Und wir nehmen ihnen die Abhängigkeit. Ich glaube, dass wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, sich selbst zu verbessern und in Kombination mit E.ON und dem Endkunden ein geiles Produkt auf den Markt zu bringen. And for the new problems, we have to find the solutions. So whenever we success, it really gives me positive energy. And I really like that one. Die Lieferanten sind eigentlich großteils regional. Der Hauptgrund sind die verkürzten Lieferzeiten und die hohen Qualitätsstandards. Alle metallischen Komponenten werden eigentlich im Raum Tirol gefertigt. Und das macht einen sehr, sehr großen Teil der Maschine aus. Ich glaube, der wichtigste Aspekt in der ganzen Kette ist eigentlich, dass wir den Wasserverbrauch und den Ressourcenverbrauch signifikant reduzieren. Ein stabiles, gut wachsendes Unternehmen sein, was Innovationen auf den Markt bringt. Das Ziel ist auf jeden Fall, nicht stehen zu bleiben. Ich bin echt froh über das, was wir geschaffen haben bis jetzt. Wir haben sehr viele Ideen in offene Richtungen, dass wir weiterentwickeln wollen. Ich denke, dass der Digitalmarkt in den nächsten Jahren extrem wachsen wird, aufgrund eben der Nachhaltigkeit. Ich möchte, dass das weitergeht. Ich möchte, dass das groß wird. Und ich möchte, dass die Welt sich an das Produkt oder mit dem Produkt vertraut fühlt. Oder? Wünsche euch alles Gute. Meile und ich bedanken uns für die tollen 5 Jahre und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit der E.ON. Ich möchte der E.ON-Familie recht herzlich danken, dass ich erstens die Möglichkeit hatte, ein Teil davon sein zu dürfen. Ja, ich wünsche E.ON alles Gute. Alles Gute zum 10-jährigen Jubiläum. Danke E.ON Family. Danke E.ON für den gemeinsamen Weg bisher und auf geht's in die Zukunft. E.ON, alles Gute zum 10. Geburtstag. I really appreciate about working in E.ON. Ich bin froh, dass die Firma 10 Jahre lang gibt. Bin sehr froh, dass ich schon 2 Jahre dabei sein darf und hoffe die nächsten Jahre auf gute Zusammenarbeit mit E.ON. Es ist super, dass ich Teil von E.ON bin und ich wünsche recht herzlich alles Gute zum 10-jährigen Firmenjubiläum. Da mitwirken zu können und ein geiles Produkt zu entwickeln. Danke für die letzten 5 Jahre, die ich da verbringen habe können und ich bin schon sehr gespannt, was die nächsten Jahre so bringen. Zum Abschluss möchte ich noch erwähnen, dass unsere Kunden sehen die Maschine als Ganzes dann vor Ort. Man merkt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und es ist nicht nur die Arbeit, die wir beim E.ON leisten, sondern es ist auch das ganze Umfeld um uns herum. Wie immer wieder erwähnt wird, sind unsere Partner sehr nahe an uns, die unsere Maschinenteile herstellen. Einmal ein Danke an alle die, die mit uns seit Anbeginn einfach unser Produkt weiterentwickeln, diese hochqualitativen Bauteile liefern, auch das in der Zeit liefern, wo es nicht immer einfach ist.
Und vor allem möchte ich mich auch bei allen Händlern bedanken, die wir weltweit haben. Es ist nicht immer einfach. Und von dem her wünsche ich mir, dass wir so weiter wachsen, dass wir noch enger zusammenkommen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wir werden das schaffen. Ich bin Eon. Du bist auch Eon.